So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir sind jetzt hier beim Wurstbändel. Ne? Sind wir nämlich gestern vorbeigelaufen, beziehungsweise hat der Biala uns das gezeigt. Hier gibt's Britzer. Kennt ihr Britzer? Eine Mischung aus Brezel und Pizza. Sieht man auch an dem Schild hinter mir. Wollen wir euch mal zeigen. Britzer. Obacht, jetzt brezelt's richtig, Britzer. So sieht das dann natürlich aus. So eine schöne Brezelpizza. Da habt ihr Weißwurstel dabei, hier habt ihr noch Brezel. Da steht alles hier. Die bayerische Antwort auf Pizza, made by Wurstbändel. Eine urige Verbindung aus ofenfrischer Brezen und knuspriger Pizza in drei köstlichen Varianten. Da stehen zwei, die dritte fehlt einfach. Dafür haben wir aber jetzt hier die Karte. Oh, da setzen wir uns erstmal hin. Hier haben wir nämlich Britzer Münchner mit süßen Senfschmand, Weißwurstscheiben, Zwiebeln und Emmentaler Käse. Britzer Bayer mit Obatzter Schmand, Speck, Zwiebeln und Bergkäse. Und die dritte müsste dann Britzer Fränkisch sein mit Senfschmand, Sauerkraut und gebratenen Rostbratwürstchen. Es gibt auch noch vegan, Gemüsegarten oder Bavarian Barbecue mit Pulled Pork. Wir wollen aber natürlich den normalen Britzer Münchner mal ausprobieren mit Weißwurstscheiben, Zwiebeln. Und zu trinken haben wir, haltet euch fest, Allgäuer Büble Export. Und das steht auch auf dem Glas drauf hier. Allgäuer Büble Bier. Da hat der Tim, ne, gesagt, extra ein Büble für den Büble. Ne? Das hat er doch schön gemacht. Wir trinken jetzt erstmal von dem Büble-Bier, gucken, wenn die Britzer kommt und lassen es uns da natürlich gut gehen. So, nochmal hier aufs Büble drauf. Ne? Guckt euch das an. Hier ist er also, die Britzer. Was fällt euch auf im Vergleich zu dem Schild? Da sind riesen Zwiebelringe, hier nicht, aber hier sind Brezeln auf der Brezel, Pizza, da, Weißwurst, hier Zwiebeln, alles dabei. Hier habt ihr noch einen schönen Salzrand. Es riecht auf jeden Fall, riecht mal. Riecht ihr das, wie gut das riecht und sehr lecker frisch. Sieht genial aus, habe ich so noch nicht erlebt, noch nicht gesehen, noch nie probiert. Hab zwar kein Besteck, aber das ist ja schön knusprig, das kannst du so in die Hand nehmen. Ich, selbst mit Besteck hätte ich es wahrscheinlich ohne Besteck gegessen. Ich stelle euch jetzt mal hier ab, wieder auf mein Büble-Bierglas. In der Hoffnung, dass das... Oh, wieso ist denn die Kamera jetzt so dreckig? Ich stelle euch ab auf das Büble-Bierglas. Und dann essen wir die Britzer und gucken mal, wie die schmeckt. Ne? Es sieht ja alles sehr frisch aus, sehr lecker aus. Reißen hier noch ein Stück ab. Guck mal, wie klein und süß diese Scheiben sind. Hm. Direkt in die Weißwurst reingebissen. Also wer so auf bayerisches Essen steht, wer sowieso gerne Weißwurst isst, der wird bestimmt da seine Vollendung finden und sagen, das ist das, darauf habe ich mein Leben lang gewartet, eine Britzer. Ne? Das vereint einfach alles, was ihr liebt, alles, was euch schmeckt, in einem Produkt. Ist auch sehr saftig, auch der süße Senf kommt durch, der passt genau zu der Weißwurst. Ein kräuterlicher Geschmack dabei, alles schön frisch belegt, sieht auf jeden Fall gut aus, ist auf jeden Fall was fürs Auge. Die Brezen werde ich mir auch gleich noch reinziehen, ne? Drei kleine Stück. Und ich nehme sie mit und gebe sie dann im Biala, wenn der Biala kommt. Er hat halt gesagt, die sind halt nicht so groß, aber das ist perfekt. Wir haben heute noch so viel vor. Wenn da jetzt so ein riesen Knüppel gekommen wäre, dann... Ach, ihr wisst, wie das ist, ihr stopft dann alles rein, ihr habt eigentlich gar keinen Hunger mehr und dann geht ihr da raus mit dem schlechten Gefühl. So könnt ihr was essen, könnt das genießen. Und seid wenigstens nicht überfressen an der ganzen Sache. Ist auf jeden Fall was Besonderes. Gibt es bei uns sowieso nicht. Wenn ihr also mal in Aschaffenburg seid, kommt mal zum Wurstbändel. Ne? Hashtag Britzer, wisst ihr Bescheid. Ich habe auch extra ein Foto diesmal gemacht, habe ich sonst nämlich vergessen. Diesmal haben wir ein Foto da. Werden wir dann auch noch teilen. Mal gucken, ob der Biala einen Kommentar dazu macht. Mm. Daran auch super knusprig.
knusprig, kross, trotzdem irgendwie weich. Gar nicht so trocken. Diese ganze Kombination mit diesem Belag macht auf jeden Fall eine gute Figur. Dabei ist auch kein Salz dran. Wir probieren gleich nochmal eins mit Salz dran. Hier sehr schön mit Salzrand und mit extra Zusatzbrezel noch in der Mitte. Ein genüsslicher Biss. Mmh. So, nochmal hinten lang, dass wir den Salzrand auch noch haben. Wunderbar. Normalerweise mag ich so Brezeln gar nicht, weil die immer komplett übersalzen sind. Da ihr aber den Rest noch mit Weißwurst und Pizza alles dabei habt, ergänzt sich das zu einem Ganzen und bildet einfach ein richtig gutes Geschmackserlebnis. Ich werde jetzt noch in Ruhe essen. Freue mich schon auf Biala nachher. Der wird uns noch mal irgendwo hin entführen. Und auch sau cool, dass er mir den Tipp gegeben hat, dass er mir das gezeigt hat, dass es hier sowas gibt. Wenn er dann gesagt hat, ach komm, lass das weg, ich gebe dir noch andere Sachen, zeig dir das. Ich finde es cool, dass wir das probiert haben. Pupsi fand es auch in Ordnung. Bedienung war auch ultra nett, alles sehr sympathisch. Deswegen würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.